Der Wohnbau in der Herzogstadt St. Veit an der Glan hat wieder eine ganz besondere Stufe erreicht. In der Gerichtsstraße wurde nun der erste Öko-Wohnbau mit 27 Wohnungen fertiggestellt. Einheiten, welche speziell für die Bedürfnisse von Senioren errichtet wurden. Ja, ich bin sehr glücklich, muss ich ehrlich sagen, dass ich da sein darf. 27 Wohnungen, alle sehr hell, sehr freundlich, alle mit Balkon, also wirklich auch für später behindertengerecht. Und wir haben es auch geschafft, wieder in einer sehr zentralen Lage, das ist uns auch wichtig, gerade die ältere Generation legt ja großen Wert darauf, zentral im Zentrum zu wohnen. Und das ist uns mit diesem Bau hervorragend gelungen. Ich glaube, die Mieter sind begeistert von den neuen Wohnungen. Dieser Bau ist ganz klar eine richtungsweisende Weiterentwicklung der Gemeindewohnungen in St. Veit an der Glan. Im Klartext heißt das hohe bauliche und vor allem preisliche Qualität der Wohnungen. Ökobau heißt aber auch Photovoltaik mit einer Wärmepumpenlösung. Erdwärme, wir haben Photovoltaik, also die Energiekosten werden sich sehr reduzieren und auf das sind wir natürlich auch stolz. Mit diesem Öko-Wohnprojekt ist man absolut am richtigen Weg, so Bürgermeister Martin Kulmer, der auch den ersten Bewohnerinnen und Bewohnern die Schlüssel übergab. Ja, es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl als Bürgermeister, wenn man zur Schlüsselübergabe kommt, wenn man schlussendlich die Möglichkeit hat, den Bürgern den Schlüssel fürs neue Eigenheim zu übergeben. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ich freue mich da als Bürgermeister immer ganz besonders mit. Naja, es ist eine riesen Freude für uns. Wir sind schon betagt ein bisschen und kriegen heute die Seniorenwohnung und sind natürlich sehr erfreut, dass wir aus Niederösterreich nach Kärnten, nach St. Veit ziehen können. Wohnungsübergabe in St. Veit an der Glan. Ein Freudentag nicht nur bei den Mieterinnen und Mietern, sondern auch bei den Stadtverantwortlichen. Ist doch die Stadtgemeinde eine der wenigen in Kärnten, die noch selbst Wohnungen baut.